Es war am Freitagabend in Augsburg. Bei einem Streit auf offener Straße wird ein Feuerwehrmann niedergeschlagen und stirbt. Jetzt hat die Polizei Details zur Tat bekannt gegeben. Gegen 7 junge Männer seien Haftbefehle erlassen worden. Dem Hauptverdächtigen wird Totschlag vorgeworfen. Petra Neubauer. Sie sind an den Tatort gekommen, um Mitgefühl zu zeigen und kurz innezuhalten. Noch immer ist das Entsetzen der Menschen in Augsburg groß. Wie kann man sowas machen? Das verstehe ich nicht. Wir sind doch Menschen und keine Bestien. Das könnte auch mein Vater sein, der mit meiner Mutter hier in der Stadt rumläuft. Und wenn das sowas passiert, das geht einfach gar nicht. Am Freitagabend gegen 23 Uhr wollen zwei Ehepaare vom Weihnachtsmarkt nach Hause. Am Königsplatz geraten die Männer in einen Wortwechsel mit einer Gruppe Jugendlicher. Plötzlich wird der 49-jährige Mann attackiert. Dann gab es einen Schlag. Der Schlag war unvermittelt von der Seite und mit voller Wucht und hat so zum Tode geführt. Der Freund des Mannes wird ebenfalls verletzt. Alles festgehalten von Überwachungskameras. Vor allem dadurch gelingt es der Polizei, die 7 Verdächtigen schnell zu identifizieren und festzunehmen. Alle sind in Augsburg geboren, 6 sind deutsche Staatsangehörige. Wir haben bei 5 der Täter auch andere, zum Teil auch andere, nämlich türkische Staatsangehörigkeit, einmal italienische Staatsangehörigkeit. Und der eine ist auch libanesischer Staatsangehöriger. Gegen alle ist inzwischen Haftbefehl wegen Totschlags bzw. Beihilfe zum Totschlag erlassen worden. Am Abend treffen sich viele Feuerwehren wie hier in Delmenhorst zu einer Schweigeminute. Gedenken an eine Tat, die bundesweit berührt.